Es wächst gerade etwas an deinem Körper, das in der Zukunft zur Wasserfilterung verwendet werden könnte. Ich rede nicht von irgendeiner Art von winzigen Bakterien. Es sind tatsächlich deine Haare. Forscher an einer Universität in Australien haben menschliches Haar verwendet, um organische Hightech-Geräte zur Überprüfung der Wasserqualität zu erstellen. Das Team nahm menschliches Haar und verarbeitete es so weit, um Kohlenstoff daraus zu extrahieren. Dieser Kohlenstoff wird dann verwendet, um zu überprüfen, ob es unerwünschte Stoffe im Trinkwasser gibt. Es stellt sich heraus, dass unsere Haare in diese Kohlenstoffpartikel umgewandelt werden können, die bestimmte Stoffe erkennen können. Noch interessanter ist, dass diese Stoffe je nach Haarfarbe unterschiedlich sind. Zum Beispiel ist dunkles Haar abgeleiteter Kohlenstoff sehr empfindlich gegenüber Chemikalien wie Chloroform, während blondes Haar abgeleiteter Kohlenstoff empfindlicher gegenüber Metall ist. Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie Ihr Haar nützlich machen können, abgesehen davon, dass es Sie fabelhaft aussehen lässt, können Sie es immer spenden. Einige Vereine in den USA berichten, dass sie jedes Jahr mehr als 10.000 Haarspenden erhalten. Wenn Sie daran interessiert sind, muss Ihr Haar möglicherweise bestimmte Merkmale aufweisen. Zum Anfang könnte es eine bestimmte Länge haben müssen. Die meisten Verbände akzeptieren keine Haarspenden, die kürzer als 20 cm sind. Ihr Haar sollte außerdem natürlich sein. Das bedeutet, es sollte nicht gebleicht oder auf andere Weise behandelt worden sein. Sobald Sie es abgeschnitten und versendet haben, wird es in der Regel zu einer Perücke verarbeitet und weiter an Bedürftige gespendet. Haare können in unserer Gesellschaft vielfältig genutzt werden. Was noch besser ist, menschliches Haar ist eine erneuerbare Ressource, solange wir es weiter wachsen lassen. Haben Sie bemerkt, wie Ihr Haar aussieht, wenn Sie es mal nicht waschen? Es mag fettig und verklumpt aussehen. Aber das ist eigentlich das, was es tun soll. Haare können eine Menge der Öle absorbieren, die unsere Kopfhaut produziert. Daher kamen Wissenschaftler auf eine ziemlich clevere Idee. Sie verwenden nun alte Haarabschnitte, um Decken herzustellen, die zur Reinigung von Ölverschmutzungen im Meer verwendet werden können. Diese Haardecken sind effizienter als alles, was wir bisher eingesetzt haben. Etwa 500 Gramm Haar können 5,6 Liter Öl absorbieren. Menschliches Haar kann auch in fortschrittlicher Technologie verwendet werden und könnte in Zukunft dazu genutzt werden, Hightech-Geräte anzutreiben. Bisher war es teuer, Solarpanels zu bauen. Aber ein nepalesischer Teenager hat ein Solarpanel mit menschlichem Haar anstelle von Silizium geschaffen. Forscher waren begeistert von der Idee und verwandeln Haare jetzt in winzige Nanopunkte. Diese können verwendet werden, um noch mehr Solarpanels in größerem Maßstab herzustellen. Sie werden auch billiger und effizienter als bisherige Modelle sein. Das ist nicht das Einzige, für das diese Nanopunkte verwendet werden können. Nach eingehender Untersuchung haben Wissenschaftler herausgefunden, dass sie auch ein Leuchten abgeben. Dies könnte sie potenziell nützlich für die Beleuchtung von Bildschirmen machen. Denken Sie also darüber nach, dass das Display Ihrer Uhr oder Ihres Smartphones möglicherweise bald von Ihren hübschen Locken angetrieben wird. Haar ist ideal für solche Geräte, da es flexibler ist als alle bisher verwendeten Materialien. Es mag flexibel sein, aber Haar ist auch ziemlich stark. Irgendwann könnten wir es sogar für den Bau und die Produktion verwenden. Eine Studie hat gezeigt, dass Beton durch die Zugabe von menschlichem Haar stärker und biegsamer wird. Haar kann auch wie Wolle oder Baumwolle zu Garn gesponnen werden, das weiterhin zu Kleidung und anderen Textilprodukten, wie Decken oder sogar Möbeln, verarbeitet werden kann. Okay, ekeln Sie sich noch nicht, aber Wissenschaftler haben einen Weg gefunden, Haare zur Lebensmittelproduktion zu verwenden. Nicht direkt allerdings. Zunächst stellten sie fest, dass das in Haaren enthaltene Keratin ideal ist, um Pflanzen beim Wurzelschlagen zu helfen. Sie nahmen also eine ziemlich widerstandsfähige Pflanze, den üblichen Salat, und konnten ihn in einer aus Wasser und Haaren bestehenden Umgebung anbauen. Die Liste der Dinge, die sie mit ihren Haaren machen können, endet hier nicht. Im November zum Beispiel lassen viele Menschen ihre Schnurrbärte wachsen, um die Forschung zur Männergesundheit zu unterstützen. Die Movember-Bewegung begann mit 30 Australiern und hat in 21 Ländern 450 Millionen Dollar gesammelt.
Sie können sogar Ihre Haare für Heimwerkerprojekte verwenden. Setzen Sie es zum Beispiel in eine Gipskartonwand ein, wenn Sie zusätzliche Verstärkung wünschen. Darüber hinaus können Sie es in Gartenecken stecken, wenn Sie es als Abwehrmittel gegen Nagetiere, Schnecken und Rehe verwenden möchten. Fühlst du dich künstlerisch? Dann wirst du erfreut sein zu erfahren, dass Künstler seit vielen Jahren menschliches Haar für ihre Kreationen verwenden. Sie haben Haare verwendet, um Halsketten, Klanggeräte, Burkas und sogar den Rekord für den längsten Zopf in der Geschichte zu erzielen. In der Vergangenheit trugen Menschen Broschen mit den Haaren einer verstorbenen Person, um sich an sie zu erinnern. Geflochtenes Haar ist nicht der einzige Rekord, den man aufstellen kann, wissen Sie? Andere Beispiele für rekordverdächtige Frisuren beinhalten das Einweben von Hunderten von Bleistiften oder Afrokämmen ins Haar oder sogar das Ziehen eines Autos mit einem Pferdeschwanz. Haare können auch dazu verwendet werden, eine Person zu erkennen. Historiker, die lange Zeit ägyptische Mumien studiert haben, haben auch Haare zur Identifizierung bestimmter alter Herrscher verwendet. Wir können diese haarige Geschichte nicht abschließen, ohne einige interessante Fakten über Haare zu betrachten. Wie die Tatsache, dass Haare hauptsächlich aus dem Protein Keratin bestehen, das auch in den Hörnern, Hufen, Klauen, Federn und Schnäbeln von Tieren zu finden ist. Erinnerst du dich, als ich sagte, dass Haare flexibel sind? Es stellt sich heraus, dass ein gesundes Haarsträhnchen sich um 30% dehnen kann, wenn es nass ist. Sobald das Haar behandelt wird, zum Beispiel durch Hitze oder Bleichen, wird es brüchiger und bricht leichter. Schon einmal im Urlaub am Meer bemerkt, dass ihr Haar schneller wächst? Es ist nur Wissenschaft. Bei warmem Wetter wächst unser Haar tatsächlich aufgrund der erhöhten Blutzirkulation in unserem Körper, insbesondere auf unserer Kopfhaut, schneller. Außerdem muss ich Ihnen leider mitteilen, dass alle Haare, bis auf die in der Kopfhaut, leblos sind. Ihre Haare könnten mehr über Ihren Körper wissen als Sie selbst. Das liegt daran, dass Haare anzeigen können, welche Substanzen im Blutkreislauf waren, was sie zu einem üblichen Beweismittel in der Forensik macht. Es ist wahrscheinlich, dass Sie dies anschauen, weil Ihr Haar schwarz oder ziemlich dunkel ist. Denn das ist die häufigste Haarfarbe. Rotes Haar ist am seltensten und macht nur 1% der Bevölkerung aus. Blondinen haben vielleicht mehr Spaß, aber natürlich helle Haare machen nur 2% aller Menschen auf dem Planeten aus. Die Substanz, die unserem Haar seine spezifische Farbe verleiht, heißt Melanin. Im Laufe des Älterwerdens durchlaufen unsere Körper viele Veränderungen. Und die meisten von uns bemerken irgendwann das Auftreten von weißem Haar. Dafür sind die Zellen in unseren Haarfollikeln verantwortlich. Sie beginnen langsamer zu werden und produzieren weniger Pigment. Dies führt dazu, dass unser Haar allmählich grau und dann weiß wird. Es ist ein natürlicher Teil des Alterungsprozesses und etwas, das schließlich jedem passiert. Glücklicherweise gibt es heutzutage viele Optionen, um das Haar zu färben. Hier ist, wie Haare tatsächlich entstehen. Ein Haarstrang wächst aus einer kleinen, röhrenförmigen Struktur, die als Haarfollikel bekannt ist und sich in der Haut befindet. Innerhalb dieses Haarfollikels gibt es eine winzige Haarzwiebel, die Zellen enthält, die Keratin produzieren. Dieses Protein, das den Haarstrang bildet. Die Haarzwiebel enthält auch Blutgefäße, die den wachsenden Haaren Nährstoffe liefern. Während die Haarzwiebel wächst, drückt sie die älteren Zellen nach oben und aus dem Follikel heraus und bildet so das Haar. Dieser Prozess setzt sich fort, wobei neue Zellen am unteren Ende des Follikels produziert und ältere Zellen am oberen Ende herausgedrückt werden. Mit der Zeit wächst das Haar immer länger und tritt schließlich aus der Haut heraus. Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Haarwachstumsraten, aber im Durchschnitt wächst das Haar etwa 1,2 cm pro Monat. Viele Faktoren können beeinflussen, wie sehr Ihr Haar wächst, wie zum Beispiel Alter, Genetik und allgemeine Gesundheit. Haare können auf den meisten Körperstellen wachsen, mit Ausnahme von Handflächen, Fußsohlen, Augenlidern, Lippen und Schleimhäuten.